Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wie geht's euch? Euer Cos One hier wieder. Und wir sind immer noch in einem Let's Play von Gothic 2, die Nacht des Rabens. Mit einigen Grafik-Updates, bzw. Grafik-Mods, Patches, wie man es auch immer nennen will. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Und wir werden jetzt einfach mal weiter drauf losspielen. Ich brauche noch einige Pfeile. Zeig. Weil ich dann in die... Nicht in die Stadt, sondern... Wow! Buchenboden. Bogen. Holy shit. Weil ich jetzt noch ein bisschen jagen will. Deswegen kaufen wir noch alles an Pfeilen, was wir jetzt... Zeig mir das. ...kaufen können. Okay. Kein Geld. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? 140, da geht noch ein bisschen was. Hey, you! Shit. Überall, nee. Könnte man noch Pfeile kaufen? Ja, bei Bossbar halt, ne? Ja, Bossbar halt. Na gut, müssen wir noch zu Bossbar? Batras, wie immer, steht hier und bedude die Leute, dass denen die Füße in die wehtun. Das ist ja nicht zu glauben. Ach, und falls euch noch interessiert, wie meine Werte aussehen, jetzt nachdem wir natürlich ein bisschen was gepusht haben, 173 Leben, 12 Mana, 30 Geschick, 13 Stärke. Und wir haben noch 14 Lernpunkte übrig. Yay! Schmieden und Tiere ausweiten gelernt. Das ist doch eigentlich nice. Haben wir doch schon einiges. So, jetzt gucken wir mal. Zeig mir deine Waffe. Feuerball. Ich glaube. Ja, ich habe mir noch einen Feuerball. So. Ah, jetzt kocht die schon. Shit. Jetzt wollte ich gerade noch kochen. Bevor wir wieder losmachen. Man braucht einfach übelst viel Heilung. Ist halt einfach so. Den Feuerball habe ich mir jetzt noch geholt. Och, die ist auch am Kochen. Mensch, Mensch. Feuerball habe ich jetzt noch geholt, falls wir jetzt nochmal irgendwo starke Gegner finden, den wir ein bisschen einfacher killen können. Du gute alte 12.000 Grad Ofen. Der Ofen ist nämlich ziemlich intelligent. Der weiß schon, wie lange ich das Fleisch da drauf haben will. Je nachdem stellt die Temperatur ein. Relativ easy, ne? So einen Ofen brauche ich immer. Okay, ich nehme vielleicht ein bisschen anderes Design. Womit denn? Sieht jetzt nicht so hübsch aus, ne? Aber naja. Zack. Aber so groß war der Zorn Belias. Ja, so groß. Über das Land kam und das Tier erwähnt. Und Belia sprach zu ihm. Dieses Tier, es ist ein Tier und nichts anderes. Es wird niemals die Chance gegen uns haben. Darun hier am Wachelor trinken. Der alte Schluckspecht. Mika Mika. Wohnen wir mal ein bisschen im Hochland oder kurz vorm Hochland, dass wir nicht vergessen haben. Und hier haben wir schon was vergessen, das System. Sind wir eigentlich ja schon mal durchgerannt. Oh, zack. Alles guck ich jetzt nicht nochmal durch, das ist mir zu viel. So, jetzt müssen wir nochmal hier aufpassen. Speicher lieber. Ah, shit. Ja. Der Keil hat... Ha! Was hat denn der Keil Half-Life gehabt? Hab ich schon mal gegen den gekämpft? Oh, das ist ärgerlich. Wenn die so knapp überleben.
Ach, das ist ärgerlich. Nichts zu plündern. Ja. Kann nichts machen. Oh. Man könnte es auch so machen, dass man den Keiler nochmal ausweicht, aber hey, I don't care. So, erstmal Stärke, so kann man ja schön alle Tiere killen, das ist nice. Das liebe ich so. Immer schön alles drauf. Riesenratten, okay. Hey, Riesenratte, nimm mich halt einfach. Oh, ich hab Angst. Ja, das ist doch... Der Wag von halt oben wird dann hier runterkommen. Ah, dann hört den halt, ey, das macht den Angst. Oh, siehst du, das sieht man ganz schlecht. Wo hier was steht. Oh, überall langrennen. Witzig aufgebaut. Um die ganzen Pflanzen drum und Büsche. So als würde man es verstecken. Und dann um das Ganze nochmal einen Ring von Pilzen, als würde man es wieder mit Absicht zeigen wollen. Okay. So, dann haben wir Blutfliegen noch. Da ist nichts zu plündern. Ach du Scheiße. Nein, zack. So, da haben wir das hier auch erstmal geklärt, soweit wir kommen. Zack. Sechs. Ach, schon relativ dunkel. Ich nehme eine Fackel. Habe ich eine Fackel? Nee, what? Shit, ich habe keine Fackel. Ich meine, sondern... Shit. So, nachher erstmal eine Fackel kaufen. Reicht ja, wenn er reicht ja eh eine Fackel halt. Ah, Grundstücke. Da bin ich wieder die schlafende Bestie. Gut, dass man die hört, weil... Wer dort in die Höhle rennt, der... Der ist lebensmüde. Oder sowas ähnliches, ich weiß nicht, also. Gibt ja verschiedene Varianten. Aber vielleicht schaffen es ja sogar Leute, auf dem jetzigen Niveau schon. Einen Schattenläufer zu töten. Also, ich hab's natürlich geschafft, ne? Boss hat mir null geholfen, nie Buster. Ist der Batrock. Batrock hat mir null geholfen, easy. Hab ich alles selbst gemacht. Bloß nichts vergessen. Ich habe jetzt keine Fackel. Ich könnte ja vielleicht Lichtsonnen nutzen. Nachdem, noch scheint es nicht ganz so dunkel zu sein. Was haben wir sonst? Haben wir Licht? Haben wir Licht? Ja, wir haben zwei Licht. Das könnte man nutzen. Warum habe ich denn keine Fackel? Habe ich die alle verkauft? Mensch. Na gut, klar, ich wollte halt so viel Geld haben, wie es ging, ne?
Naja, noch geht's. Alle Gegner sehen. Oh, kleinen Moment. Zack. Nur kurz vergessen, das Fenster zuzumachen. Ist scheiße heiß hier. Ja. Wir machen jetzt mal doch vielleicht Licht an. Was ist das? Schon mal los? Oder sind wir die schon mal los und so? Ja. Gucken, dass wir den nicht vergessen. Oh, Wark, okay. Da sollten wir vielleicht nicht in die Richtung gerade gehen, sondern zurück zum Weg. Hey, Niklaus! Nick. Bist du auch abgehauen? Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Ja, gerne. Bestimmt, hier, du gibst es. Beste Mole Rat Keule, nach meinem Rezept. Hm. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Pfeile schnitze ich mir und Fleisch liefert mir die Natur. Du bist also Jäger? Wenn du so willst, ja. Allerdings jage ich nur, was ich brauche. Nicht im Gold zu verdienen. Dann kannst du mir bestimmt was beibringen. Warum nicht? Ich könnte dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Zeig mir den... Ja, ich will gar nicht. Häng schon wieder. Nee. Oh, so ist angenehm, hä? Ah, jetzt wieder dunkel. Schade. Das Licht. Sieht aus, als würde es lecken. Also, das Licht leckt halt da. Das Spiel. Aber sieht halt trotzdem aus, als würde es lecken. Müssen wir aber nicht vergessen. Muss das so dunkel sein? Ich hätte nochmal schlafen gehen sollen vorher. Ach, hier endet der Weg einfach im Nichts. Ah, man sieht so schlecht. So eine Fackel wäre es halt deutlich besser. Hey, du blöder Baum, lass mich durch, Mensch, das kann doch nicht sein. Merkst du nicht, wie ich mich hier durchlecke? Leck mich da einfach durch den Baum durch. Easy.
Grundstücke. Ich kann irgendwas nehmen. Ah, sehr cool. Richtig viel Zeug, sehr schön. Heilpflanzen. Aufpassen, dass wir jetzt nicht mehr so viel Damage kriegen. Ich die ganzen Heilpflanzen irgendwann mal zu trinken machen kann. Oder einmal Licht. No, Licht. Please not. Please stay. No. I love you. No. Ah, gehen wir halt in die Stadt und schlafen, oder? Oder schon einfach nur eine Fackel, das reicht ja nicht auch. Sie wird gleich schlafen gehen. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Im Stream habe ich da hier noch irgendwo was gefunden. Ich glaube Geld oder so. In dem Baum. Ach Gott, bei der Dunkelheit. Obwohl, warte. Vielleicht hab ich ja Glück. Komm, Licht. Hilf mir beim Suchen. Vielleicht war's ja hier. Muss da hier irgendwo gewesen sein? Oder war das hier da rein? Ist hier drauf? Ich nehme mal Speicher noch, wo mir wieder so ein Walk entgegenkommt. Ah, das ist doch ärgerlich, wo war denn das? Ah, wir haben es. Gucken, ob das nicht mehr das zeigt. Ist dann vorbeirennen, oder? Ist das nicht eine Waffe? Waffen zeigt das doch, dachte ich. Na, jetzt haben wir es auf jeden Fall wieder gefunden. Ich wusste, das war ein Geldbeutel. Blödes Licht. Das ist halt nützlich irgendwie, aber nee. Haben wir eigentlich kein anderes Amulett? Muss irgendwo mein Amulett schon haben, oder? Shit. Dachte. Na dann, gehen wir in die Stadt und holen eine Fackel. Einfach vor der Atmosphäre. War knapp. Oh, das ist dunkel. Also für mich ist es halt dunkel. Ich glaube im Stream geht es sogar einigermaßen. Also, naja, sieht halt wirklich einfach nach einer Nacht aus. Und das ist ja auch ein richtiger Sternenhimmel. Ja, es sind halt, ein Bild mit Sternen. It was a try. Sag mal, für die Engine von damals war das auf jeden Fall klasse. So. Wo ich meine Fackeln verkauft? Ich glaube, passt mal, ne? Was ist denn mehr? Ich glaube, ja. Hier, ja, der Wirt dürfte vielleicht sogar auch welche haben, wieso? Koragorn? Ich hab mir das schon gedacht. Nee. Oh, ein Topf. Wie Geld habe ich denn? 40. Boah, ich könnte mir genau. Na, nee, brauch ich noch nie. Können wir genau alle Eintöpfe kaufen und hat kein Geld mehr. Das ist doch schon lange bekannt. Dann müssen wir halt. Na, bei Boss verkaufen. Oder Torben so? Ne, Torben verkauft nicht. Bosbo oder Matteo? Bosbo. Hey! Ja? Mit der Bosbo reden. Genau, ich hab alle meine Fackeln verkauft, ich trottel.
in der Stadtzeit verringe. Eisenhaut. Stärkebonus, okay. So, komm mal mit der Fackel rum. Das ist meine einzige Fackel, die dürfen wir nicht verlieren. Ich glaube, die brennt ja auch ewig, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die sonst, ich habe immer übelst viele gekauft. Weil ich die einfach. Meine Meinung ist ja keine. Weil ich einfach dachte, die gehen aus oder ich verliere die oder. Kann die nur wegstecken, wenn ich sie, wenn ich eine Waffe ziehe oder irgendwas, weißt du? Aber so ist es halt viel besser. Ach, den Crack, ey. Ist das schon mal bewegt? Atmosphäre. Can you feel it? So, jetzt gehen wir mal Richtung Akis Hof. So, kann ums Haus scrollen. Sieht viel schöner aus. Nee, Quark, ich bin schon falsch gelaufen. Ich würde doch hier. Das ist ein Feldräuber. Da sind wir doch letztens erst vorbeigerannt. Hab ich gesagt, die killen wir später. Und jetzt ist später. Weil die gar nicht mehr so stark jetzt sind. Flup, flup, flup. Kommen sie alle? Flup. So, mal gucken, dass wir irgendwie vielleicht einen Einzelnen kriegen. Also der unten scheint der Einzelne zu sein. Oh! Hier hängt schon irgendwas. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt so. Ah, vier Pfeile für den Team brauchst du, das ist eklig. Und dann haben die halt nie was. Das ist halt das richtig nervt. Die haben nie was. Sumpfkraut. Sumpfkraut für alle. So. Müssen wir uns wieder heilen. Dunkelpilze. Weil die uns irgendwann mal einen Bonus geben. Guck mal, die haben sich jetzt gesplittet, was natürlich deutlich besser ist. Da zählen. Und da zählen. Und vielleicht krieg ich den Typen ja hier ein, sind. Was? Easy. Zum Glück verliere ich, also ich verliere zwar genauso viel Leben wie vorher, und zum Glück fällt es halt nicht mehr so auf. Und dass du immer gegen irgendwelche unsichtbaren Wände schießt. Yeah, Stufenaufstieg. Good job, Team. Wird auch noch. Oh Mann. Schießt immer durch den durch. So, hier ein Feldknüttelsch. Okay, dann müssen wir uns erstmal heilen. Weil deswegen habe ich gesagt, wir müssen auch ganz viel Fleisch, also ganz viel Heilung. Ich könnte vielleicht auch in den Nahkampf gehen, aber das verkacke ich schon mal.
Na, komm schon. Lass mich doch mal. Mein Gott. Man könnte wahrscheinlich besser spielen, indem man einfach auch mal ausweicht. Nach hinten oder so. Aber hey. I don't care. I don't need this shit. Nee. So. Hi, Pflanze. Jetzt können wir wieder aus dem Tal raus. Mit den ganzen Geräuschen denkst du halt wirklich, irgendwas steht hinter dir immer. So. Und weil es so schön war, gibt es hier noch einen Haufen neuer Feldräuber. Die wiederum erledigen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich versuche so gut zu entertainen, wie es geht, aber ich muss konzentriere mich mal viel zu sehr aufs Spiel. Ja, das versuche ich mal wegzumachen. Aber wir hatten ja Witziges zwischendurch schon. Und ja. Das wird demnächst hochgeladen. Nächste Woche kommen wieder 3 Videos. Viel Spaß beim Anschauen. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Euer Kurs von. Haut rein, meine Lieben.